Schlange stehen für das iPad. Zur deutschen Markteinführung des Tablet-Computers zelebriert der Weltkonzern Apple seine Verkaufsshow. Pünktlich um 8 Uhr sollen die Geschäfte öffnen und wie hier in Berlin ist das Interesse groß. Wenn man zu Hause so am Küchentisch sitzt, kann man es gut nutzen. Man muss nicht extra an den Rechner rangehen. Meinen Eltern bringe ich auch gleich eins mit, damit die auch endlich mal mit dem Computer arbeiten können und Mails kriegen können. Doch für manche ist die Vorfreude getrübt. Erst heißt, man kann vorbestellen, jetzt kann man nicht mehr vorbestellen. Dann heißt es, die anderen Läden kriegen auch. Dann wird einem gesagt, ja, die kriegen aber gar nichts und so. Irgendwie finde ich es langsam langweilig. Und irgendwie merkt man jetzt auch, dass es Mache ist. Und das ärgert mich ein bisschen. Dann beginnt der zweite Akt der Verkaufsshow. Die Ladentür wird geöffnet und rund 70 iPad-Kunden stürmen das Geschäft. Erste Kontakte mit dem Tablet-Computer. Also wir können uns relativ simpel Fotos anschauen. Einfach zu bedienen, zack, zack. Bücher, die neue Bücherform mit Animation, E-Mail, zack. Und natürlich Spiele sind auch mit dabei. Nach 20 Minuten die ersten mehr oder weniger glücklichen iPad-Käufer. Ein super Gefühl, ich bin total happy, freue mich irrsinnig. Lustiges Event am Morgen, 2 Stunden zu stehen und zu erleben, wie der Verkaufsstart in Deutschland beginnt. Glücklicher wäre ich durch ein iPad sicherlich nicht. In den USA gingen innerhalb von 4 Wochen 1 Million iPads über den Ladentisch. In Deutschland werden bis zu 500.000 verkaufte Geräte erwartet.